Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cliff Empire. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass es ein neues Gebäude gibt. Das habe ich hier gerade sehr präsent. Ich zeige das mal noch meiner. Ich mag diese Ansicht einfach. Ich kann mir nicht helfen, warum. Dieses neue Gebäude hier vorne, da wo die beiden Flugdrohnen drauf sitzen, das ist das Maintenance-Gebäude, das sogenannte. Und ja, wir hatten gleich sofort zum Anfang des Spiels einen Großbrand, der uns hier die Universität in Schutt und Asche gelegt hat. Ich warte jetzt gerade noch drauf, dass die letzten Schrottdingens weggebracht werden, weggeverkauft werden sogar. Hier auf der ersten Plattform haben wir das Maintenance Center auch schon gesetzt. Und ja, neues Gebäude hatte dazu geführt, wie gesagt, es sind sofort Brände ausgebrochen. Und ja, das hat uns da ein bisschen zurückgeworfen. Des Weiteren haben wir noch das Problem, dass auf der nehme ich auch noch mal mit. Auf dem Central Cliff anscheinend keine Leute mehr ansiedeln wollen. Ich habe keine Ahnung warum. Wir haben 37 Zufriedenheit oder Prestige. Social Charges sind bei 18. Das heißt, hier sind wir auch im Plus. Das Einzige, was hier fehlt, ist jetzt momentan Education, also Universität. Der Rest ist alles auf Maximum, bis auf Justice. Der müsste aber auch bald kommen. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Das hat Problem hatten wir aber schon in den letzten Folgen irgendwann erkannt, dass die Leute abhauen und nicht wiederkommen, wenn es dann besser wird, weil wir die Energieversorgung mal ein bisschen schlecht hatten. Das führt dazu, dass diese Cliff quasi unwirtschaftlich arbeiten wird, immer weiter. Keine Ahnung, ob Bug oder Feature, kann ich echt nicht eingrenzen. Ich müsste da vielleicht mal in den Foren nachschauen. Aber naja. So, was können wir denn jetzt weiter forschen? Wir hatten jetzt das hier, glaube ich. Nee, warte mal. Das wäre nochmal ein Plus of Justice. Energie, das war die Garden Decorations, die können wir gleich schauen. Batterien oder das, wir gehen mal auf die Energiegewinnung. Und jetzt haben nämlich die, ich mach mal Licht an, da ist er, die Windkraftwerke oder Windparks, hier so eine Gartendekoration drumherum. Die Leute sind immer noch Sprites. Was dazu führt, dass die Ökobilanz, die Ästhetik ein bisschen hoch geht, glaube ich, ne? Ästhetik um 10. Wir haben zwei Parks, hat sich hier nicht wirklich ausgewirkt. Das heißt, wir müssen hier irgendwann dann doch nochmal Park oder so bauen. Da würde ich jetzt aber erstmal noch ein bisschen drauf warten. Wir brauchen noch ein bisschen Entertainment und Education. Das kriegen wir noch über Forschung rein. Und hier bräuchte ich nochmal einen Blimp. Einen sogenannten. Sprich, einen Zeppelin. Um die auch nochmal ein bisschen mit der Tourismusgeschichte zufriedenzustellen. Müsste eigentlich klappen. Ich weiß nicht, habe ich noch Maschinen im Depot oder. Ja, da liegen noch ein paar rum. Das ist gut. Von dem Zeug kann ich eigentlich auch noch verkaufen. Waschmaschinen und Möbel. Dann kriegen wir auch nochmal Credits rein. Solarzellen werden auch noch vertickt. Da haben wir genug von. Und Rainy Days ist bald rum. Dann schauen wir mal, was wir heute für Aufgaben bekommen. Naja. Cliff of Winds, da haben wir noch eine größere Baustelle am Laufen. Da warten wir ein bisschen auf die Credits, nämlich für den Airport. Und könnten jetzt uns überlegen, was können wir denn hier noch gebrauchen. Theoretisch könnte ich hier sogar auch eine Universität hinsetzen, dass wir in der Forschung auch nochmal anziehen. Nur mal so. Dann müsste ich aber auch zusätzlich nochmal das hinsetzen. Und ich würde jetzt hier auf dem Zentralcliff oder lieber hier. Hier holen wir uns die 400. Dann müsste der Ding sofort fertig werden. Nämlich exakt in dem Moment. Seltsam Uranium, okay. Das müssen wir tatsächlicherweise hier hinten machen. Ich hoffe, das funktioniert. Cliff of Winds aus dem Grund, weil wir den jetzt hier fertig haben. Jetzt können wir nämlich anfangen in unserer Druckerei mal eben ein paar Motoren herzustellen, um dann entsprechende Fahrzeuge, nämlich Personal Drones. Da mache ich, nee, warte, wir machen erst 1, 2, 3 davon, 2 Blimps, 4 davon, komm, machen wir mal 4, so. Dann kann hier besser transportiert werden. Wir haben die Startdrohnen, ich glaube 2 oder 3 sind es, und kriegen jetzt dann die schnelleren dabei, die insgesamt 5 Einheiten mitnehmen können.
Brauchen dazu natürlich Batterien und so weiter. Und das ist alles kein Thema. Wir haben hier, oha, Battery Consumption. Das heißt, wir setzen uns hier tatsächlich so ein nochmal hin. Ich könnte jetzt sogar hier hingehen und Uran verkaufen. Weil wir den im Lager liegen haben. Normalerweise. Ja, 14 Stück. Die verticken wir mal mit. So, Einwohner haben wir und da kommen so Wohnraum haben wir und da kommen noch sofort die Einwohner hin. 25 zu plus 6 und das auf dem Central Cliff, die kommen einfach nicht. Sehr seltsam. Aber gut, ich kann es im Moment nicht ändern. Ne, wie man sieht, 100. Nobody cares. Und es wäre schön, wenn ihr den Quatsch hier mal endlich abholen würdet. Machen wir das einfach so. Verschiffen wir das nach da. Da kann ich nochmal schön in die Forschung investieren. Hier nehmen wir richtig Geld ein. Das finde ich gut. Cliff of Winds auf 0 runter. Und hier verticke ich dann den Müll. So, wie sieht's denn aus? Auf der, jetzt haben wir uns gedreht, Brücke, da ist sie. Machen wir Plus, das ist gut. Und hier machen wir ebenfalls Plus und gar nicht mal so wenig. Warum so viel? Achso, wegen dem Uran. Theoretisch. Ja, dann können wir wenigstens die Gebäude fertig machen. Was haben wir denn? Ach ja, Windkraftwerk. Die Drohnen werden gebaut, das ist gut. Und da hebt das Ding ab. In den Orbit, wo ja unsere Überlebenden warten, dass die Erde oder die Welt hier halt wieder besiedelt werden kann. Das ist ja unser Job, mehr oder weniger. Das war aber wieder hier. Okay, das Cliff ist kaputt. So, das ist fertig. Das heißt, wir bauen hier jetzt einmal eine Universität. Und wenn die fertig ist und keiner kommt, dann reiße ich die Landeplattform nochmal ab. Nützt ja nichts. Wie sieht es hier aus mit Energie? Ist ein bisschen wenig. Wir haben Soil Fertility plus 25, das heißt, ist genug da. Wir kaufen aber ziemlich viel ein, ne? Ne, da verkaufen wir. Da passiert nichts. Da steht auch auf 0. Okay, dann brauche ich da gar keinen weiteren Nahrungsdingsbums setzen. Medizin ist noch so ein bisschen mau, das hat aber, denke ich mal, damit zu tun, dass hier nicht genug Arbeiter drin sind. Das ist das Problem. Und man kann die Gebäude nur anschalten oder ausschalten. Man kann die nicht auf, sag ich mal, 50% Betrieb setzen. Das wäre auch noch eine schöne Sache, dass man da im Mikromanagement eingreifen kann, dass man sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel in den Wasserfabriken 50% der Leute nur. Naja. Universität ist fertig, das ist cool. Aber wie viel arbeiten denn hier? Na super, 24. Das führt nicht unbedingt dazu, dass wir hier mehr Leute haben. So, wie sieht es mit den Bauaufträgen aus? Da sind wir noch 4 Drohnen und 2 Blimps. Wird gerade fertig gemacht, sehr gut. Wenn die durch sind, haben wir die Batterien auch wieder für uns selber. Das ist okay so. Was brauchen wir hier denn noch? Schönheit. Und dann die ganzen Unterhaltungskram und so weiter. Hier können wir schon wieder 10% in der Forschung uns holen. Und sie kommen wieder hier hin. Mist. Sehr gut. Das machen wir hier auf dieser Seite. Nö. Central Cliff. Zack. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes Stolpersteinchen bekommen. Forschung ist gleich fertig. Oh, es sind doch Leute angekommen. Sehr gut. Alles fein. Dann können wir auch wieder ein Wohnhaus bauen.
Und zwar eins von diesen größeren dann. Sehr gut. Na gut, dann hat sich das Ding hier doch bekrabbelt. Das finde ich gut. So, was forschen wir denn jetzt? Warte mal, ich gehe mal hier auf langsam. Medizin mussten wir ja noch ein bisschen verbessern, ne? Nur mal so nebenbei. Wie man hier sieht. 125 von 146. Und hier können wir schon wieder uns 10% erkaufen. So, jetzt müssten wir hier das auf jeden Fall erstmal wieder runterstellen. Damit wir nicht zu wenig Uran für unsere Dingens haben. Cliff of Winds ist Kiki, weil da haben wir sowieso nichts mehr. Und hier gibt es auch nur 10%. Man könnte jetzt hingehen und die produzieren lassen, aber bringt das was? Ja, eigentlich schon, ne? Was kriegen wir denn dafür? 310, ja super. Dann kann ich ja besser aus Materie die Dinger hier bauen. Kriegt 15 für. Und wir haben keine größere Umweltverschmutzung als jetzt schon. Das ist okay so. Approaching Cloud of Mist, okay. Dings herkommt. Wie nennt sich das? Nebelwolken. Sind hier auch, glaube ich, so ein bisschen angedeutet gerade. Das heißt, die Effizienz von Sonnenenergie dürfte etwas runtergehen, ne? Oder ist das die Ankündigung für das nächste Event? Ich sag da Event zu, weil, ne? So, die können wir auch wieder aktivieren. Jetzt haben wir 216 Arbeitsplätze, 163 Leute, 204 Einwohner. Kopfrechnen schwach, 25 können kommen. Von mir aus. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Schönheit, das werden wir nicht mehr bekommen. Ökologie, wegen dem Atomkraftwerk. Aesthetics, müsste ich gleich nochmal in die Forschung reinschauen, ob es da noch was gibt. Ich glaube nicht, ne? Parallel Printing, das ist die letzte Linie. Agrarian Drones für die Getreidefelder. Ich könnte jetzt hier auf dem Zentralcliff noch einen Fischdingsbums hinsetzen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich das brauche. Damit wir hier nicht eventuell den Bauplatz uns verballern. Personal Transport müssen wir noch haben. Das heißt, wir machen hier nochmal drei Drohnen dabei. Der will nämlich... So, 6 von 10 steht das. Ich mache mal einfach 4 dabei. Dazu müssten wir aber, denke ich mal, auch noch ein paar... Da haben wir 11 Stück, okay. Was drucken wir denn gerade? Mhm. Das Problem ist, glaube ich, unsere Meta... Ja, die ist ja nicht viel. Wir haben hier... 70. Nur geht ja eigentlich. Das geht ja eigentlich. So, haben wir das mal raus. Wie sieht es hiermit aus? Wieso steht er auf Plus? Weil er voll ist. Jo. Kann man machen, würde ich sagen, ne? So, hier sind wir bei 97% Effizienz. Hier sind wir bei Vollgas 100%. Wir haben sogar noch zu wenig Arbeiter. Wishes Hettle 25, Workplaces 71. Wir brauchen Arbeitsplätze. Und hier haben wir 79, da müssen wir noch Einwohner haben. Wir könnten hier eventuell noch mehr Windenergie setzen, um die dann halt noch besser auszunutzen. Charge Power 41, das finde ich nämlich sehr gut. Die verkaufen wir, das finde ich perfekt. Hier verkaufen wir sogar 8 hin, das ist noch besser. Eine Drohne ist fertig. Wir haben aber auch nur eine auf Lager. So, und hier werden jetzt die letzten, glaube ich, gebaut. 2 Blimps noch. Dann haben wir automatisch hier die Geschichte. Sind wir hier schon durch? Jo, 2-2, das passt. Da hinten schwebt er weg. Eigentlich müssen wir noch hier 3 oder 4 rumschweben haben. Gehen die kaputt? Das wäre ja bitter. Nun, wir könnten noch ein bisschen was für die Schönheit tun. Da forsche ich weiter dran. Haben wir schon wieder Geld? Nein, noch nicht. Mist. Wir haben aber 32 Uran. Das heißt, wir können durchaus
ein bisschen mehr verkaufen. Ja, wie gesagt, interessanterweise 25.205, es wäre noch Platz für die Leute. Arbeitsplätze haben wir sogar noch, dann sind wir bei 200 theoretisch, wenn sie dann kommen. Die Frage ist, ob sie kommen wollen. So, da sind die auch fertig. Das heißt, Personal Transport haben wir 4 von 5. Da müssten wir hier nochmal einen dranhauen. Die auch sofort gebaut werden. Warum? Materie, Batterien fehlen gerade noch. Maschinen sind da. 4, 8. Die druckt er jetzt die ganze Zeit noch, ne? Ja. Wie viel haben wir im Lager? 45, alles gut. Dann können wir den auch beruhigt wieder umstellen. Auf die Geschichten. Und da habe ich gesehen, da haben wir auch reichlich von dem Lager. Das heißt, wir können die auch gut verkaufen, um noch mehr Geld einzunehmen. Wobei, dann nehmen wir mal 2 sogar. Dann müssten wir hier auf jeden Fall ein Krankenhaus bauen. Da ist es. Interessanterweise geht sofort die Ästhetik runter. Naja. So, dann hätten wir noch Entertainment Center und Education. Das heißt, jetzt kommt eine Season of Mist has begun, okay. So, wind is usually dispersed and died. Wind generator is almost stopped. Oh, ah. Jetzt kriegen wir ein Energieproblem. Das heißt, das Atomkraftwerk muss es richten. Das könnte eng werden. Internal Trade Office Worker, das bringt mir nichts. Das heißt, ich muss dementsprechend, ich kann kaum da hinten was sehen. Das haben sie jetzt aber mächtig aufgebohrt, im Sinne von, wir haben ganz schön Nebel. Finde ich gut. So, das heißt, nein, hör auf, geh nicht so schnell. Das heißt, wir verkaufen definitiv keine Solarzellen mehr. Nach draußen. Und dann sollten wir auch eventuell die Forschung kurzfristig umstellen. Auf die Batterieforschung. Earn in the office 35 von 900. Trading via Bridge 2000. Okay. So, wie sieht es denn hier aus? Charge Power sind wir bei 86, das heißt, wir können hier weiterhin verkaufen. Das ist gut. Central Cliff verkauft, kauft auch von dort und hier sieht es aus, Energy Required. Das heißt, wir dürfen hier nicht mehr verkaufen, sondern müssen hier sogar einkaufen. Ich lasse den mal auf 0 und sag hier mal andersrum 5. Wir sind fett im Minus. Oh oh. Das ist nicht gut. Large construction completed. Naja, soeben halten wir uns über Wasser. Man sieht schon, Energie ist knapp. Böse Falle. Da kommst du auch nicht mit den Dings hin. Energy, Battery Consumption 37. Ja, alles klar. Mit dem größeren Lager kommst du da auch nicht mit hin. Das bringt dir nicht wirklich viel. Wollen wir hoffen, dass sie nicht allzu stinkig werden mit der Zeit. Und dann versuchen wir das mal hier so ein bisschen auszusitzen. Ich sage an der Stelle einfach mal ganz schnell vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cliff Empire. Bis dann, ciao.